Im nächsten Flutlichtspiel wartete auf unsere Mannschaft, der Karlsruher SC, die Mannschaft von Cheftrainer Christian Eichner, gut drauf, die letzten 5 Spiele gesiegt und unter anderem 4:2 gegen den HSV gewonnen. Und so spielten sie zunächst auch. Kaufmann über die linke Seite setzt sich gegen Mainka durch. Erst ist Müller noch da, dann kommt aber der Schuss aus der zweiten Reihe. Jensen mit dem 1:0, das nach einer knappen Viertelstunde. Es war verdient, der KSC besser in der Partie, aber trotzdem glücklich, denn wie wir sehen, ist der Ball noch ein bisschen abgefälscht. Das macht es unmöglich für Müller zu parieren. Nur 10 Minuten später, Fehler von Siersleben im Spielaufbau und die Karlsruher nutzen das aus. Der Ball wird rübergelegt und Kaufmann muss nur noch einschieben. Gerade eben noch die Chance vor dem 1:0 vergeben, jetzt bleibt er eiskalt und so stand es ganz schnell 0:2. Da fragte man sich, was ist hier denn los? Aber unsere Mannschaft war um eine Antwort bemüht und fand sie auch über unsere Nummer 10, über Tim Kleindienst. 1:2, 38. Minute, Anschlusstreffer. Er trifft im Moment, wie er will. Und das zeigte er auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Doppelpass mit Florian Pick. Dann hat er ein bisschen Rasen vor sich. Nimmt den Ball direkt, anstatt links auf Föhrenbach zu schauen. Aber warum auch? Gersbeck kann nur noch hinterher schauen. Und so stand es 2:2. Das Spiel wieder komplett offen. Und Frank Schmidt, der wollte jetzt natürlich den Sieg. Das war klar. Wechselte dementsprechend Schimmer und Sessa neu mit dabei. Und letzterer leitete die nächste Top-Chance ein. Bringt den Ball auf Niklas Beste und der sucht einfach mal den Abschluss. Und der Ball klatscht ans Aluminium, auch weil Gersbeck noch dran ist. Verhindert hier das 3:2. In der nächsten Situation, genau in der nächsten, das ist nämlich der Eckball. Danach kann er aber nichts mehr machen. Kleindienst mit dem dritten Tor am Abend. Einfach ein Wahnsinn, wie dieser Mann im Moment auch spielt. Nicht zu verteidigen. Dieser Kopfball, unglaublich. Und dann ging es schneller, als die Kamera mitziehen konnte. Dann stand es auf einmal 4:2. Florian Pick mit dem Miroslav Klose Gedächtnisjubel, dem Salto. Und jetzt schauen wir noch mal genau, wie es passiert ist. Jensen, gerade eben noch Torschütze. Jetzt leitete er das Gegentor ein. Der KSC versuchte es dann noch mal. Sie brachten den Ball noch mal rein in den 16er, aber Mainka mit einer bombastischen Grätsche, volles Risiko, verhindert hier den Anschlusstreffer und den Deckel drauf machen konnte der FCH dann 2 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Sessa, der veredelte mit einem absoluten Traumtor seine richtig schöne, gute Leistung in dem zweiten Durchgang dieser Partie. Und das machte dann in der 88. den Deckel drauf. 5:2 der Endstand, der dem FCH zumindest über die Länderspielpause Platz 2 beschert. Natürlich ist es immer ein Verdienst der Mannschaft. Wenn ich die Bälle nicht so bekomme, wie ich sie bekomme, werde ich wahrscheinlich auch die Tore nicht schießen. Aber mich freut es natürlich, als Stürmer immer schön Tore zu machen. Gerade jetzt hat auch wieder 3 ein Hattrick. Das war, denke ich, immer auch was Besonderes. Gerade auch die 4 Tore. Man darf sich davon halt auch nicht blenden lassen, natürlich. Weil es gibt dann auch wieder wahrscheinlich mal Tage oder Wochen, da schießt du halt mal kein Tor, vielleicht schießt du auch mal 2 Wochen kein Tor. Damit musst du halt dann klarkommen, aber mich freut es natürlich immer, wenn ich der Mannschaft mit den Toren halt helfen kann. Du darfst dich einfach nicht blenden lassen, weil am Ende des Tages sind es trotzdem 9 Spiele. Wenn du jetzt 9 Spiele halt auf einmal nicht mehr gewinnst, dann redet da am Ende keiner, dann war es mal kurz schön, aber es ist halt einfach noch eine brutal lange Zeit. Wir müssen sehen, dass wir halt so weitermachen. Wir dürfen jetzt nicht einknicken, wir dürfen nicht nachlassen. Es gibt jetzt keinen Grund, weil ich glaube, jetzt macht es halt Bock, jetzt müssen wir Gas geben, dass das halt genauso weitergeht. Ja, ich glaube, wir haben heute mal einen Knotenlöser gebraucht. Wir sind zu Anfang nicht so in unser Spiel gekommen, was wir uns auch vorgenommen haben. Und können uns beim Langen bedanken, dass er uns den letzten Impuls gegeben hat, den wir gebraucht haben. Und dann hat man ja gesehen, haben wir auch losgelegt. Aber genau, sollte uns in der Form zu Anfang nicht nochmal passieren. Jeder, der den Betzenberg kennt, weiß, dass es nochmal ein Ticken mehr sein wird als alle Auswärtsspiele, die wir bisher hatten. Ohne die kleinreden zu wollen, aber ich glaube, auf dem Betzenberg geht es halt wirklich von Anfang an konzentriert da zu sein. Die Fans werden ordentlich gegen uns pushen, die Mannschaft wird heiß sein. Und deshalb müssen wir uns da gut drauf vorbereiten, aber ich bin fest überzeugt, dass wir es hinkriegen.